vom Dennis aus dem Schwarzwald. Ein kurzes Unboxing mit dem Udo Poco Kylie Cowork. Mal aufpassen, ja. Dennis hat hier überall Tacker angemacht. Vielen Dank, Dennis. Dann muss ich doch mal gerade in meine Tasche greifen. Und einen Längenvergleich anstellen. Schon ein kleiner Unterschied. Jo. Danke für das Geschenk, Dennis. Da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nicht. Oh, was ist da noch drin? Das passt ja gerade zu meinem Essen jetzt. Scharfes Zeug. Das passt ja. Vielen Dank. Also, ich habe es mir notiert, damit ich mich nicht verhaspele. Vielen Dank dir, Dennis. Möge es Gott dir vergelten. Und bei der Gelegenheit mache ich gleich eine Videoantwort für den Howie Art. Ganz kurz. Das ist angeblich ein Sturmfeuerzeug. Und ich weiß nicht, wie viele Brennstunden das gekriegt hat. Das geht immer sehr schnell wieder aus. Also, keine Ahnung, ob es bei mir in der Ramschtasche, wo Staub ist, einfach verdreckt ist. Also, kann ich nicht empfehlen. Ich denke, ich habe mich mal umgeschaut, wenn ich ein Sturmfeuerzeug haben wollte, dann was Vernünftiges. War ein Griff ins Klo. So, bei der Gelegenheit noch gleich für den Inish eine Videoantwort von einem Messer, das ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht vorgestellt habe. Ta-da-da-da, das ist mein Survival Kit. Häufig. So, und das ist von Lepus Video. Ein Pizzaschneider, den ich als Slicer benutze, weil er so schön schmal ist. Und ich habe ihn mir mit Hanf entwickelt. Da habe ich mir selber gesponnen, so eine 5 Meter Schnur. Und dann habe ich das hier umwickelt, quasi einmal hin, einmal zurück gewickelt, dann gewickelt und zum Schluss durch die Schlaufe durch und dann zurückgezogen. So. Ui. Ein bisschen zu spät nachgelegt. Ist aber kein Problem, das ist eine Wahl. Und das Teil ist scharf. Bei der Gelegenheit grüße ich dich, WBC, Waldbuschkraft Camper. Es ging bei dir um den 2-in-1 Baumtisch. Und hier siehst du, habe ich den Baumtisch um einen liegenden Baum quasi festgewickelt, festgebunden. Und funktioniert gut. Funktioniert astrein, kann man nichts sagen. Leute, schaut euch das an, dass man damit slicen kann. Mit dem Messer. Ich glaube,
Da hätte auch der Dennis seine Freude. Ich schalte mal gerade um auf Makro. Na, das ist ja schon durchsichtig. Also. So. Dann mache ich mir noch den Salat zu Ende. Und mit dem nicht genug Holz parat haben, ist ja jetzt kein Problem mehr. Kann ich mir die Sachen sägen und dann betonen bzw. hacken. Vielen Dank nochmal, Dennis. Okay, tschüss. Schnell mal eben einen Bushcraft-Messerständer gesägt. Scharfes Zeug. Logo. Danke, gleich verspeist. Und hier sieht man noch ein bisschen meine Bushcraft-Küche. Also. Okay, guten Appetit und man sieht sich wieder auf YouTube.